Ja, ich denke, wir haben erste Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Zur Halbzeit steht 1-1, dann haben wir fast komplett durchgewechselt. Ich glaube, 9 Spieler haben wir insgesamt gewechselt. Zweite Halbzeit war ich nicht ganz zufrieden. Da habe ich nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Aber ja, für den ersten Tag spielt es auch eher eine untergeordnete Rolle. Wir haben gestern ein lockeres Auftaktprogramm gehabt und heute sozusagen die erste richtige Einheit. Da ging es für die Jungs erstmal darum, sich vernünftig gegen den Ball zu bewegen. Das haben sie gut gemacht, waren alle fleißig. Und jetzt kann am Montag die Vorbereitung losgehen. Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal müssen wir überhaupt gucken, ob der Aufstieg gelingen kann. Wir haben uns ja deutlich verjüngt. Wir haben große Namen wie Thiago Rockenbach da Silva und auch Karim Benjamina, Murat Turhan, Kerem Bülbül, Faruk Sentürk, die alle im Berliner Fußball ja einen großen Namen haben, haben wir abgegeben und haben wirklich viele junge Spieler noch dazugeholt. Dementsprechend kann ich jetzt die letzte Saison mit der kommenden Saison gar nicht vergleichen, sondern jetzt muss man erstmal schauen, wie sich die jungen Spieler so entwickeln und ob die schnell lernen, ob die eine Weile brauchen. Bei jungen Spielern weiß man ja auch immer, dass es immer auch mal Ausschläge gibt und da nicht immer die Konstanz da ist. Und da müssen wir jetzt die Vorbereitung erstmal zu nutzen, um dann überhaupt beurteilen zu können, in welcher Situation wir uns dann befinden zum Saisonstart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.